Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal neon24.de und zwar mit dem Neon PC MSI Gaming PBR7. Das sind einfach nur die technischen Specs für 1699 Euro. Das System wurde mir wie immer vorgeschlagen von Kiki Erpel. Der hat das hier reingepostet, ohne irgendwas dabei zu schreiben. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Kommen wir mal erst zu dem Bild. Das Bild ist schon einigermaßen okay. Es ist nicht 1:1, aber es ist jetzt nicht übermäßiges Bling-Bling, was dann hinterher nicht so aussieht. Man sieht hier unter anderem noch ein MSI-Netzteil. Hier haben sie komischerweise ein BeQuiet reingebaut, warum auch immer. Der Rest ist nämlich von MSI, zumindest das meiste. Der RAM ist auch nicht hundertprozentig, aber es ist jetzt nicht so ein übertriebenes Bild, wo man dann denkt hinterher, wenn man es nach Hause kriegt, was ist das denn für ein Scheiß? Das ist schon mal okay. Hier unten haben wir auch schon die technischen Daten. Ich habe daran auch nichts geändert. Da steht zwar Preis wie konfiguriert, aber es ist einfach die Grundkonfig. Wir starten mit dem Prozessor AMD Ryzen 7 5800X3D. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Den könnt ihr auch wie immer mit 3600 oder 4000 laufen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist eigentlich noch ein ganz guter Prozessor zum Zocken vor allem. Der hat ganz, ganz lange die Charts angeführt. Natürlich haben wir mittlerweile die 7000er Generation von AMD auch mit X3D. Die unterstützen allerdings nur DDR5. Hier haben wir noch DDR4 in diesem System. Ich hatte ja schon mal eine Umfrage gemacht wegen DDR4 und DDR5. Ihr kommt scheinbar damit klar. Das System, das liegt jetzt zwischen 1500 und 2000. Da habt ihr alle gesagt, ja, DDR4 geht auch noch fit. Gerade weil der Speicher aktuell so günstig ist. Aber durch diesen 3D V-Cache ist es halt wirklich ein guter Prozessor. Den kann man heute immer noch nehmen, bedenkenlos. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr dann in Zukunft nicht mehr großartig upgraden könnt, zumindest nicht im Bereich X3D. Natürlich könnt ihr hier noch einen 5900er oder so reinschmeißen, würde ich aber gar nicht machen, der ist wirklich zum Zocken gut geeignet. Und der kostet 289 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor Kühler ist eine MSI Mac Core Liquid C360. Es gab früher das Thema mit diesen Core Liquid Dingern, dass die Pumpe sehr oft abgeraucht ist, wirklich sehr, sehr oft. Die MSI Wasserkühlung, die alten 360er, die sind so oft kaputt gegangen. Ich glaube, Senshili hat ein Video drüber gemacht, Roman glaube ich auch. Das war echt ein großes Thema. Wie es bei der jetzt ist, weiß ich leider nicht. Ich habe noch nichts Schlechtes von der gehört, eine 360er Wasserkühlung für den Prozessor ist auch okay. Der kann sich nicht nur 105 Watt reinschrauben, sondern ich glaube sogar 142 Watt. Da ist man auf der sicheren Seite, das kann man machen. Ansonsten habt ihr noch ein bisschen RGB-Beleuchtung mit dabei. Die passt auch gut zum Gehäuse, weil sie passt entweder oben rein oder in die Front. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die oben eingebaut wird und das Gehäuse ist halt auch von MSI. Und die kostet 139,94 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI Mac B550 Tomahawk Max Wi-Fi. Hier haben wir den B550-Chipsatz, reicht für den 5800X3D vollkommen aus. Das Tomahawk ist immer eine gute Serie. Also ich habe jetzt keine großartigen Probleme irgendwie damit gehabt und ich habe schon oft Tomahawk Mainboards verbaut. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch Erweiterungsslots für irgendwie, was weiß ich, eine USB-Erweiterungskarte oder ähnliches, weil WLAN bringt das Board ja schon mit. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, wie eben schon gesagt. Einmal USB 3.1, zweimal USB 3.0, Netzwerkanschluss, USB Typ C ist auch mit am Start. Onboard-Grafikanschlüsse bitte nicht benutzen, funktioniert mit dem Prozessor sowieso nicht. Nehmt eure Grafikkarte dafür. Dann haben wir noch USB 2.0 zweimal, PS2-Anschluss werdet ihr auch nicht benutzen und ein Flash-BIOS-Button. Das ist ein grundsolides Board, das kann man machen. Habe ich schon oft verbaut, keine Probleme mit gehabt. Ist jetzt nicht das teuerste, nicht das billigste, irgendwie ohne gekühlte Spannungswandler oder so, sondern ist wirklich ein vernünftiges Board. Und das kostet auch immer noch stolze 149 Euro bei Mindfactory. Arbeitsspeicher 32 GB DDR4 3200 MTS G-Skill Trident Z Neo. Der ist auch ganz bekannt, der RAM, der ist auch nicht sonderlich schlecht oder so, also noch nichts Schlechtes drüber gehört. 32 GB in der Preisklasse sollten es auch auf jeden Fall sein. 3200 MTS ist halt die Spezifikation. Ich betreibe meine Prozessoren immer ein bisschen drüber. 3600 MTS oder sogar 4000 läuft da eigentlich ganz locker beim 5800X3D. Aber den kann man so mitnehmen, wie das funktioniert. Der hat auch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, könnt ihr dann noch ansteuern, das ist auch ganz nett. Und der kostet 86,29 € bei csvdirekt.de. Die SSD ist eine 1 TB WD Black SN850X NVMe SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6300 MB die Sekunde. Ist eine PCI Express 4.0 SSD. Sauschnell, 1 TB. Müsst ihr selber mit klarkommen, in dem Preisbereich kann man machen. Ich hätte 2 hier reingeworfen, aber ja, hier ist nur 1 TB drin. Aber dafür eben sauschnell. Kann man machen, völlig okay. Und die kostet 82,89 € bei Mindfactory. Aber nur mal so als Tipp, bevor ich jetzt damit richtig abschließe, ihr braucht so eine schnelle SSD eigentlich nicht. Es reicht eine, die 3500 MB die Sekunde kann. Vielleicht sogar noch ein bisschen langsamer. Beim Zocken merkt ihr das sowieso nicht großartig. Das ist eher so interessant, wenn ihr jetzt 2 von diesen SSDs zum Beispiel im System habt und ihr wollt eine Datensicherung auf die andere SSD machen, dann geht das sauschnell. Ansonsten merkt ihr da nicht viel von. Die Grafikkarte ist eine MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G. Und das ist jetzt so ein Thema, irgendwie passt die Grafikkarte nicht so richtig ins System. Der 5800X3D ist ein sauguter Prozessor,
die Grafikkarte eher nicht so. Die fühlt sich wohl im Bereich von Full HD. WQHD kommt dann immer ganz aufs Game an. 4K würde ich nicht machen, auf gar keinen Fall. Ich hatte mir jetzt vor kurzem nochmal ein Video von Kreativecke dazu angeguckt. Selbst in WQHD kriegt ihr in den ein oder anderen Spielen schon Probleme wegen diesen 8 GB Grafikspeicher. Da bringt es einem auch nichts, wenn ihr dann irgendwie eine sauschnelle Grafikkarte habt, aber der Speicher dann irgendwann limitiert. Sie ist in Ordnung für Full HD. Wie gesagt, WQHD auch noch, 4K eher nicht so. Da hätte ich lieber beim Prozessor ein bisschen gespart, zum Beispiel ein 5700X genommen, dafür aber eine 4070 oder sogar eine 4070 Ti, je nachdem, was dabei rausgekommen wäre. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 474,23 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein MSI Mac Vampiric 300R Pacific Blue. Das mit dem Pacific Blue, das war einfach wichtig, weil das gibt es in so einem Grünstich, in Schwarz und eben in diesem Blaustich. Also ich kann mir vorstellen, dass es qualitativ gar nicht so schlecht ist. Das Ding ist einfach diese Seitenschlitze und eben diese paar Schlitze hier vorne. Ich weiß nicht, ob das reicht wegen dem Airflow. Die Grafikkarte, die macht jetzt nicht so viel Abwärme. Aber sagt mir einfach mal in den Kommentaren, falls ihr das zu Hause habt, ob das in Ordnung ist. Wir hatten das Gehäuse schon häufiger. Ich habe aber nie Feedback von euch bekommen, falls ihr das wirklich zu Hause habt. Und jetzt seid ihr schon so viele Leute. Da kann der ein oder andere wirklich mal in die Kommentarsektion reinschreiben, wie das mit dem Airflow so ist bei dem Ding. Und das kostet 119,90 € bei dtech.at, also in Österreich. Ansonsten hätten wir noch Acom, da kostet das 20 € mehr in Deutschland. Als Netzteil haben wir ein BeQuiet Pure Power 12M 650 Watt. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. 650 Watt reichen für das System völlig aus, könnt ihr sogar noch eine etwas stärkere Grafikkarte dranhängen. Vor allen Dingen bringt das Netzteil eben schon den neuen Stromstecker mit für die 40er Generation von Nvidia. Nicht alle 40er Karten haben diesen neuen Stecker, aber das Netzteil hat es mit dabei. Warum sie jetzt hier ein BeQuiet Netzteil genommen haben, kann ich euch nicht sagen. Auf dem Bild ist ein MSI Netzteil, wir haben ein MSI Mainboard, ein MSI Gehäuse, das hätte halt gut reingepasst. Aber ist nicht schlimm, qualitativ auch völlig okay. Und das kostet 96,81 € bei Mindfactory. Ansonsten haben wir hier 2 Jahre Gewährleistung, Treiber, CDs, Mainboard, Handbuch und solche Sachen, Netzkabel, ist alles mit dabei. Warum jetzt hier unten in der Tabelle eine 3060 steht und 16 GB RAM, weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sie es nicht aktualisiert, war noch ein altes Angebot, haben nur diese Main-Sachen sozusagen erneuert und die Tabelle dann links liegen lassen. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.441,80 €. Das System soll kosten 1.699 € zuzüglich Versandgut. Das haben wir bei diesen Einzelteilen auch. Aufpreis 250 €. Kann man irgendwo noch machen. Wir wissen ja auch, das Gehäuse, das kostet auch nochmal ein 20 mehr in Deutschland, weil wir haben jetzt hier den Preis aus Österreich noch mit drin. 230 € hätten wir dann. Es geht günstiger. Ihr werdet sehr wahrscheinlich bei anderen Systemintegratoren bessere Angebote finden, zumindest auch mit einer besseren Grafikkarte oder so, weil irgendwie passt der Prozessor nicht mit der Grafikkarte zusammen. Also es funktioniert, keine Frage. Der ist halt einfach nur irgendwo zu stark für diese schwache, in Anführungsstrichen, Grafikkarte. Hätte da jetzt eine 4070 Ti gestanden, natürlich zu einem anderen Preis, hätte das aber konfigurationstechnisch wieder besser gepasst. Der RAM mit seinen 3200 MTS, ja, kann man jetzt drüber streiten oder man lässt es. Die 1 TB SSD, das müsst ihr selber wissen, welche Spiele ihr so installiert und wie viele ihr gleichzeitig installiert habt. Da ist jetzt kein grober Fehler drin, bis auf die zu schwache Grafikkarte. In meinen Augen. Kann auch sein, dass ihr sagt, ja, dann lieber einen stärkeren Prozessor und die Grafikkarte nicht so stark. Müsst ihr selber wissen. Preislich gesehen nicht das günstigste System, aber auch keine Abzocke. Kann man sich durchaus so kaufen. Da ist jetzt, wie gesagt, kein grober Schnitzer drin. Ich würde es mir jetzt so nicht kaufen. Und falls ihr noch Vorschläge habt zu weiteren Videos, einfach bei uns in den Discord posten, in den Videovorschläge-Kanal. Und das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.